Bis 2035 soll im Mahler Stadtgebiet der Verkehr möglichst klimaneutral fließen. Der Mahler Radentscheid soll dabei als treibende Kraft mitwirken. Doch die Initiatoren desselben sind unzufrieden mit der ihrer Meinung nach schleppenden Umsetzung. Es folgen einige Beispiele, die Ludger Fortmann, Klaus Philipp und Michael Pasch vom Radler-Stammtisch gerne ändern würden. Unter der Eisenbahnbrücke am Bahnhof Sinsen wird es eng. Fußgänger und Radfahrer teilen sich einen schmalen Weg. Ein Vorschlag Fortmanns wäre die Reduzierung des Kraftverkehrs auf eine Spur, dazu eine Umweltspur ausschließlich für Busse und Radfahrer. Die Hülsbergstraße in Lenkerbeck zwischen Viktoriastraße und am Steigerturm. Auch hier teilen sich Radfahrer und Fußgänger einen schmalen kombinierten Rad-Fußweg. Ähnlich die Situation am Ovelheider Weg. Hier wäre eine Idee, den Grünstreifen auf der Seite der Martin Luther King Gesamtschule auszubauen und den Weg so zu verbreitern. Die Radwege an der Ringerottstraße sind neu angelegt und farblich klar zu erkennen, allerdings viel zu schmal. Als positives Beispiel gelten hier die Radwege an der Otto-Wels-Straße. Die Droste-Hülshoff-Straße ist zwischen Otto-Hu und Hüllstraße ganz offiziell eine Fahrradstraße. Autos werden hier nur geduldet. Kritisiert wird jedoch die Menge an parkenden Autos und dass der Bereich der ausgewiesenen Fahrradstraße zu kurz sei. Am Lipperweg wurde der Fahrradweg um eine große Linde herumgebaut. Allerdings rechts herum, näher zur Häuserreihe. Anwohner würden so unnötig gefährdet. Man könne aber stattdessen zwei Pkw-Stellplätze dafür opfern und den Fahrradweg links am Baum entlang führen. Der Radweg an der Bonifatiusstraße in Brassat ist in miserablem Zustand. Hier fürchtet man vor allem um die Sicherheit der Kinder, die zur nahegelegenen Grundschule fahren. Hier müsse zuerst etwas geschehen.